Das ist Marcel, ich bin Timo. Willkommen zu einer neuen Folge MTMA. Bei uns bekommt ihr alltagsrelevante medizinische Themen direkt an den Latz geknallt. Heute reden wir über... Worüber reden wir eigentlich? Wir reden über Intervallfasten. Vorbereitet hatten wir Intervallfasten. Wir reden über Intervallfasten. Was heißt das eigentlich? Also Intervallfasten ist eine Fastenform, bei der... Nee, weißt du, ich mach das. Pass auf. Ja. Intervallfasten, das ist eine Fastenform, da wird stunden- oder tageweise einfach viel weniger in den Körper aufgenommen, als man das normalerweise machen würde. Und warum macht man das? Ich glaube, dass die ganzen Leute am liebsten abnehmen würden, aber einfach nicht das Durchhaltevermögen haben. Und deshalb macht man das jetzt halt anders als früher. Anstatt einfach weniger zu essen? Anstatt jeden Tag weniger zu essen, haben die sich jetzt überlegt, lass uns mal einfach stundenweise weniger essen oder tageweise weniger essen. Viel weniger essen. 25% der normal aufgenommenen Energiemenge, so sagt man das, soll man am Tag zu sich nehmen. An so einem Fastentag. Beim Intervallfasten. Beim modernen Intervallfasten entscheidet man sich zwischen 16 zu 8 oder 5 zu 2. Einmal 16 Stunden essen und 8 Stunden nicht essen. Nee, ist genau andersrum. Nein. Also Leute, bei 16 zu 8 heißt das nicht 16 Stunden fressen und dann 8 Stunden schlafen. Das ist genau andersrum. Es ist 8 Stunden fressen, ja, und 16 Stunden nicht schlafen. Aber nicht essen. Und bei 5 zu 2? Also bei 5 zu 2 ist das so, da kannst du 5 Tage normal essen und an den 2 Tagen, wo du weniger essen sollst, da isst du eben nur 25% der Kalorienzahl. Die schreiben sogar, dass 25%. Das 25%. Das ist echt wenig. Das sind 660 Kilokalorien. 660 Kilokalorien? Wie viel ist das? Überleg dir das. Das ist ein Big Mac? Wie viel hat ein Big Mac? 400 Kalorien, ne? Also ein Mars und ein 0,3 Cola-Glas. Das hier wäre schon zu viel mit Cola. Ein Big Mac hat mehr als 400 Kilokalorien. Der hat wahrscheinlich 600, oder? Also du darfst einen Big Mac am Tag essen. Und wenn man den drittet, Cola dazu. Wenn man den so drittet, den Big Mac, wäre das viel zu wenig. Ich würde sterben. Ohne Cola. Ich würde es nicht essen. Kein Menü. Schrecklich. Keine Pommes, keine Mayo. Mayo? Wie viel hat Mayo? Google das. Ich guck mal. What? Was? Naja. Nee. Das ist doch pro 100 Gramm. Ah, pro 100 Gramm. Wie viel jetzt hat muss man wissen, wie viel der wiegt. 257 stand da hin. Das ist viel zu wenig. Das glaube ich nicht. Mehrwertangaben. Mhm. Ergebnis für einen Big Mac von 219 Gramm folgende Werte? 495 Kilokalorien. Ein Big Mac. Den müsst ihr dritteln. Morgens ein Drittel, mittags ein Drittel und abends dürft ihr das letzte Drittel essen. An 2 Tagen die Woche. Das ist hart. Aber das Tolle ist, das hat man extra erfunden für Menschen, die sonst kein Durchhaltevermögen haben. Weil sonst müsstest du ja jeden Tag einen Big Mac weniger essen. Was auch nicht schlimm wäre. Aber das sind die modernen Formen des Intervallfastens. Weil nämlich 2013 die Amerikanerin Dr. Michelle Harvey dieses Konzept für Brustkrebspatienten entwickelt hat. Die Dr. Michelle Harvey, die hat sich gedacht, an 5 Tagen kann normal gegessen werden und an 2 aufeinanderfolgenden Tagen eben maximal 650 Kilokalorien. Weil Studien gezeigt haben, dass Tumorzellen gerne Zucker verbrennen. Und davon viel. Richtig viel. Und deshalb hat sie sich eben gedacht, dass sie die Leute auf Diät setzt, fasten lässt und dann auch noch kohlenhydratarm. Denn ihr Gedanke war, wenig Kohlenhydrate, viel Proteine. Am besten Fisch, Huhn, Ei, Tofu, Milchprodukte, Gemüse. Super viel Gemüse. Und Obst. Warum nicht einfach eine normale Diät machen? Ich glaube, die Leute, die halten das einfach nicht durch. Das Gehirn schreit nach Zucker, weil Zucker macht Dopamin, das macht glücklich im Kopf und deshalb essen immer alle. Und wenn die Leute wissen, dass sie dann nach ein paar Stunden oder nach einem Tag wieder ganz normal essen können, dann halten die das eher durch. Weil dann haben die ja das Ziel vor Augen, hey, ich muss nur noch bis morgen früh und dann kann ich wieder normal essen. Ich glaube, das ist dann leichter für die. Wie ist es mit dem Bock auf Zucker? Ja, das mit dem Bock auf Zucker, das ist halt so wie alles andere. Jede Sucht kann man sich antrainieren und kann man sich auch wieder hart abtrainieren. Und so ist das. Ich meine, es gibt Leute, die machen da 1, 2, 3, mein Vater, ne? 4 Löffel Zucker pro Tasse Kaffee. Alter, das kriegst du nicht raus aus dem. Deshalb haben sich Ernährungswissenschaftler gedacht, lass sie doch einfach essen, was sie wollen. Nur eben halt an gewissen Tagen oder Stunden eben nicht. Genau, einfach weniger. Deshalb dürft ihr Big Macs essen, wenn ihr intervall fastet. Auch an den Fastentagen. Das ist trotzdem keine gute Idee. Nee, ist keine gute Idee. Diverse Tierstudien haben gezeigt, dass Mäuse, die man auf Diät setzt, weniger wahrscheinlich Diabetes kriegen, weniger wahrscheinlich verstopfte Arterien haben, weniger wahrscheinlich neurologische Erkrankungen haben und weniger wahrscheinlich Krebs kriegen. Und die zeigen sogar, dass das lebensverlängernd wirken kann. Ja, nicht direkt lebensverlängernd. Also es macht weniger wahrscheinlich Krebs und Krebs macht weniger wahrscheinlich ein längeres Leben und somit wahrscheinlich lebensverlängernd. Richtig. Wie immer in der Medizin, wir schubsen nur Wahrscheinlichkeiten hin und her.
Oh, fuck, Alter. Wieso hab ich's nicht gehört? Zur Erklärung, er hat heute Hintergrund und er hat sein Handy ausgemacht. Er kann das gar nicht hören, wenn er angerufen wird im Notfall. Obwohl, das ist eigentlich ganz gut. Also, eigentlich könnten wir den Leuten jetzt erzählen, dass wenn die an arteriellen Hypertonus, also an Bluthochdruck leiden, wenn die an Asthma leiden, und theoretisch könnte man den Leuten auch sagen, dass die Leute, die übergewichtig sind, darüber nachdenken können, Intervall zu fasten, weil die Studien eben zeigen an Menschen, dass das gegen all diese Probleme helfen kann. Mann, Timo, ich glaube, wir langweilen die Leute mit dem Zeug. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie ist das ja auch wichtig, dass die Leute erfahren, dass das eben auch bei ein paar Krankheiten helfen kann. Und dass das nicht nur gegen die Dickheit hilft. Also, wenn ihr Intervallfasten wollt, müsst ihr euch erst entscheiden, ob ihr 5:2 oder 16:8 machen wollt. Das ist abhängig davon, was euch leichter fällt. Und dann probiert es einfach mal aus. Das ist, glaube ich, gar nicht so ein Wunderwerk. Also theoretisch ist das ja auch, ich weiß nicht, was leichter ist. Also bei diesem 16:8 kann das ja auch echt dazu führen, dass man 16 Stunden lang das so daraufhin hungert und dann einfach die dreifache Portion isst. Und genau das will man ja vermeiden. Das soll man nicht machen. Ihr sollt ja normal essen nach den 16 Stunden. Jedenfalls habe ich 5:2 versucht und gerade an den Tagen, an denen man fastet, sind die ersten Stunden bockschwer. Ja, das glaube ich. Das stelle ich mir auch so vor. Ich habe gelesen, dass es helfen kann, wenn man dann besonders viel Wasser trinkt. Dass man so ein Sättigungsgefühl hat und dass der Magen irgendwie beschäftigt ist. Außerdem ist Wasser trinken auch noch gut. Können wir noch eine Folge machen? Machen wir. Sollten wir. Auf jeden Fall. Wie viel Wasser bringt einen eigentlich um? Darüber sollten wir uns mal Gedanken machen. Oder ab wann verdurstet man? Das ist eine Idee. Die nächste Folge machen wir mal über Verdursten. Da gab es doch diesen Film. Wie hieß der Film, wo der Typ in der Wüste, der Kletterer, da so reinfällt und sich den Arm einklemmt? 127 Stunden. 127 Stunden. Darüber werden wir euch auch noch was erzählen. So, jetzt haben wir euch so viel darüber erzählt. Jetzt noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten für die Freaks unter euch. 2017 gab es so eine neue Analyse von Trepanowski. Geiler Name. Der Trepanowski, der hat 100 adipöse Patienten genommen und hat die in so einem wirklich safen Studiendesign, ich will euch jetzt nicht langweilen, aber der hat halt dafür gesorgt, dass die halt fair auf zwei Gruppen aufgeteilt werden und dann normales Fasten, also ich esse jeden Tag weniger, mit dem Intervallfasten, über das wir gerade gesprochen haben, wollte der miteinander vergleichen. Und zwar wollte der wissen, nehmen die Leute ab und sind die hinterher laborchemisch, sagt der Mediziner, also von den Blutwerten gesünder als vorher. Und was ist rausgekommen? Zunächst einmal, dass die Abbruchquote bei den Intervallfastenden deutlich höher war als bei denen, die eine ganz normale Diät gemacht haben. Das ist krass, aber wir wollten doch gerade sagen, dass das Intervallfasten eigentlich ganz gut ist. Ja, wir wollten das sagen. Die Studie, die kann das nicht belegen. Kannst du nicht so richtig belegen. Haben die wenigstens zeigen können, dass es den Leuten hinterher besser geht? Also, dass die gesünder sind und dass die weniger wiegen? Leider auch nicht. Shit, echt? Es war wirklich so. Nach 6 oder nach 12 Monaten, kein Unterschied. Die Leute haben gleiches Potenzial für die Gewichtsabnahme gehabt. Und auch was all diese ganzen Blutwerte angeht, gibt es keinen signifikanten... Ah doch, es gab einen Unterschied. Und zwar, dass beim Intervallfasten das böse Cholesterin im Blut nach 12 Monaten höher war als bei dem normalen Kalorienreduktions-weniger-am-Tag-Essen-Kram ist. Und die fettfreie Masse? Da ist wirklich jetzt mal ein Vorteil. Bei der fettfreien Masse ist es nämlich so, also fettfreie Masse, das ist jetzt alles, was Muskeln zum Beispiel angeht, ne? Die fettfreie Masse, die wird weniger reduziert, wenn du Intervallfastest. Das heißt, wenn du Intervallfastest, verlierst du weniger an Muskelmasse, aber prozentual ein bisschen mehr an Fettmasse. Jetzt haben wir doch endlich mal einen Vorteil. Also könnt ihr eigentlich doch Intervallfasten. Das bringt Intervallfasten wirklich? Moment mal. Ebenso reduzierte sich die Menge von bestimmten Eiweißen, die im Verdacht stehen, den Alterungsprozess zu beschleunigen. Cholesterinspiegel sank ebenfalls. Und damit auch das Risiko für Infarkt und Schlaganfälle. Auch nach 6 Monaten hatte das Fasten keinen negativen Effekt. Moment mal, Timo. Wir haben nur gerade totalen Scheiß erzählt. Wie konnte dir diese Studie durch die Lappen gehen? Ich meine, es war doch deine Aufgabe. Studienrecherche. Hast du da versagt? Hey Marcel, ja, den Artikel habe ich auch schon von mehreren geschickt bekommen. Grundsätzlich denkt man nach dem Lesen dieses Artikels, dass Intervallfasten eben doch was bewirkt. In diesem Fall geht es beim Intervallfasten allerdings ums Alternate Day Fasting. Das heißt also, einen Tag essen wir ganz normal und am zweiten Tag essen wir eben gar nicht. Dafür werden wir dann aber belohnt mit einer ganzen Menge an positiven Effekten, die diese neue Studie jetzt nun zeigen will. Wir haben weniger Stoffwechselschwankungen. Das schlechte Cholesterin sinkt. Dafür steigt das gute Cholesterin. Mehr Ketonkörper im Blut. Den Ketonkörpern wird nachgesagt, dass sie auf irgendeine Art und Weise positiv
positive Effekte auf unsere Stimmung haben sollen. Es sollen weniger Proteine im Blut sein. Als Sportler denkt man sich, wo ist da der Vorteil? Aber ist okay, weniger Proteine, weniger Belastung für die Niere. Insgesamt soll das Schlaganfall oder auch Herzinfarktrisiko sinken. Schilddrüsenhormonspiegel, das heißt also eines der Stresshormone im Körper, sinkt nachweislich. Und das viszerale Fett, das Fett, was wir nicht sehen können, was um unsere Organe herum organisiert ist, sinkt genauso. Die Probanden haben sogar durchschnittlich 4,5% ihres Körpergewichtes verloren. Bei einem 90 Kilogramm wären das also 4 Kilogramm in 4 Wochen. Das heißt 1 Kilogramm in einer Woche. Überlegt euch selber, ob das jetzt ein herausragendes Ergebnis ist oder nicht. Das alles hat also nun eine Grazer Forschungsgruppe und Frank Madeo herausgefunden. Und es kommt noch besser. Bereits nach 4 Wochen sehen wir alle diese positiven Effekte. Allerdings wurde diese wirklich brandaktuelle Studie, im Essay lese ich das Datum 3.9.2019, an gesunden Probanden, die normalgewichtig und zwischen 35 und 65 Jahren alt waren, durchgeführt. Das heißt also, all das, was uns jetzt gerade droht, um die Ohren zu fliegen, weil wir irgendwie in unserem Video gesagt haben, dass die Studien nicht belegen können, dass übergewichtige Personen gesünder oder abnehmen oder sonstiges werden, bleibt trotzdem Fakt, weil diese Studie sagt bereits im Abstract, dass sie eben diese Lücke genau füllen wollen. Sie wollen gucken, ob an gesunden Probanden durchgeführtes Fasten in irgendeiner Art und Weise einen nachweisbaren, positiven Effekt hat. Und das hat sie. Leider wurde diese Studie an nur knapp 100 Menschen durchgeführt, aber insgesamt nehmen wir doch einfach für uns als Take-Home-Message mit, dass eine prophylaktische Wirkung, eine vorbeugende, eine präventive Wirkung dem Intervallfasten nun nachgewiesen werden kann. Aber der therapeutische Nutzen bleibt leider weiterhin aus. Marcel googelt einfach nebenbei. Und ihr achtet einfach auf eine gesunde Ernährung. Ausgewogen ist wichtig. Ausgewogen ist wichtig. Er hat Dienst, er muss da ab und zu reingucken. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, abonnieren und Glocke. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.